Prost und moin moin zur 100. Folge Dark Souls 3. Ja, Folge 100. Ihr habt's richtig gehört. Ich hab's auch mal wieder hier beim dritten Teil geschafft, über die 100 zu kommen. Oder? Bin ich bei den anderen beiden auch über 100 gekommen? Ich glaube schon. Und naja, ich lasse mir auch wirklich Zeit. Das gebe ich auch wirklich zu. Ich zeige euch aber auch wirklich alles. Wirklich alles. Ich meine, teilweise habe ich das auch schon bei anderen Leuten gesehen, nachdem ich das durchgespielt hatte. Bei eins oder zwei. Ich kann es nicht mal mehr genau sagen, welches der beiden Spiele es dann war. Dass die Leute da teilweise, ja, ich sag mal, anderweitig trainieren. Zum einen. Und zum anderen. Ich wollte noch mal ganz kurz hier was gucken. Zum anderen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist das nicht da hinter dem Ding? Naja. Zum anderen habe ich es auch teilweise mitbekommen, dass die Leute das Farmen dann nicht zeigen. Und naja, auch das gehört dazu. Ich weiß, es gibt auch einige, die machen das nicht. Die sind halt einfach ouch besser. Das gibt es auch, ja. Keine Frage. Aber ich habe halt auch meinen Spaß an dem Spiel, muss ich sagen. Und ich will auch gar nicht so durchrushen. Ich hoffe dementsprechend, die paar Leute, ich weiß, dass es gar nicht so viele sind, aber die paar Leute, die sich das angucken, haben da dementsprechend auch ihren Spaß dran. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus, sonst würdet ihr euch das wahrscheinlich auch nicht angucken. Und dann ist das ja auch soweit okay. Und daher, und ich muss auch sagen, ouch, bei Dark Souls 2 war das zumindest bei mir so, und bei Demon's Souls, nee, Demon's Souls nicht, wie hieß es? Bloodhunt. Da habe ich auch irgendwie alles verzehrt. Vor allen Dingen alleine deswegen, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, das zu spielen. Weil, hab halt keine PS4. Und ich werde mir auch nicht nur wegen dem Spiel eine PS4 holen. Also, definitiv nicht. So, ja, währenddessen habe ich hier schon mal oben wieder frei gemacht. Was schon mal sehr gut ist. Jetzt brauchen wir nur noch die Riesen und unsere Selis. Und ja, wie ich schon erwähnt hatte, ich werde jetzt einfach erstmal auf den Trip bleiben, an Ember drum zu laufen. Das wirst du dann wirklich brauchen, weil wirklich Bock auf PvP habe ich nicht. Das ist es halt einfach. Ich sag mal so, ich habe jetzt mehr als genug PvP erstmal wieder gemacht. Das hat mir jetzt erstmal wieder gereicht. Und ja, schauen wir mal. So, damit haben wir das. Und unsere Seelen auch. Wunderbar. So, jetzt würde ich aber gerne hier drüben nochmal. Da gehen es ja nicht durch. Hier drüben nochmal kurz schauen. Weil irgendwie habe ich jetzt doch wieder das Gefühl, dass ich hier irgendwas übersehen hätte. Naja, mal gucken. So, da war noch ein Caster, ne? Jo. Na, stirbst du mal. Ich hatte die Wände hier abgeklopft, jetzt wo ich hier gerade nochmal so drauf rumklopfe. Kommt mir das irgendwie bekannt vor. Hier war auf jeden Fall ein Gegenstand. Ich hatte gehofft, hier wäre nochmal eine Leiter oder so. Ne? Na gut. Egal. So, dann machen wir nochmal eben das hier. Mal voll. Ah, okay, nicht ganz. Muss so reichen. Und dann werden wir uns jetzt mal oben umschauen. Endlich. Ja. Folge 100, alles wird besser. Das ist das Motto. Oder endlich kommen wir weiter? Okay. Da ist der Leuchtekäfer, den wir gehört haben. Ich sehe aber keine Gegner. Was mir irgendwie gerade Sorgen macht. Vor allen Dingen, das wirkt so leer hier. Ich meine, sonst haben sie überall so ein. Ja. Schiss rumstehen gehabt. Hier ist relativ leer. Und wofür ist der? Für die Abkürzung. Ah. Das ist also die Abkürzung. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt gar nicht mehr in das PvP-Gebiet rein, oder was? Also eigentlich will ich jetzt hier gerade nur wegen dem Käfer hin. Aber hier scheint ja noch mehr zu sein. Müssen wir wohl eher da unten nochmal hin, wo diese komischen Viecher sind. So, wo ist Käfer? Wollte da gerade nicht zuhauen. Simpler Edelstein.
Okay. Durchwirken, um simple Waffe zu erstellen. Verändertes Titanit. Es soll bei den Minderbemittelten ein Objekt der Begierde sein, beim Durchwirken benutzt, um simple Waffen herzustellen. Simple Waffen verursachen Magieschaden und stellen ja, Fokuspunkte langsam wieder her und auch dem größten Einfaltspinsel etwas Mut einzuflößen. Okay. Komisches Teil. Da ist nichts mehr. Ist hier doch nichts? Ah, doch, darüber ging es ja noch. Jetzt haben wir zwei Wege. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal den hier oben lang. Der bietet sich ja jetzt gerade an. Ui, da ist das Leuchtefeuer. Das sieht schon schick aus. Das sieht schon schick aus hier. So, was steht denn da? Sinnlos. Das gucke ich mir an. Das glaube ich nicht. Naja, eigentlich schon, aber ich muss trotzdem gucken. Okay. Da kriegt er sogar eine positive Bewertung für. Aber wir gucken noch mal eben. Einmal, einmal, viermal, neunmal, dreimal. Aha. Vorsicht von. Nee, Vision von Illusion. Zeit für Dresche. Scheinbare Wand. Angriff wird benötigt. Okay. Na gut, dass die noch nicht bewertet sind. Und eine Mimik. Stimmt's? Jupp, also ich sehe es ja. Hopp, aber ich wollte halt die Meldung nochmal kontrollieren, der das auch meint. Gleich positiv bewertet. Nee. Man sollte natürlich den richtigen Zauber nehmen. Dann funktioniert das auch mit dem Verzaubern. So, Freund der Sonne. Platsch. Aha. Aha. Lass mich dran vorbei, genau. Nein, ernsthaft. Dann macht er uns tot. Tja. Da hat uns die Mimik gefressen. Scheiße. Da bin ich blöd ausgewichen. Da bin ich richtig blöd ausgewichen. Aber gut, wir haben ja den Shortcut. Ja, wie war das Motto noch? Alles wird schlechter. Oh Mann. Ja, wenn wir geämmert gewesen wären, hätten wir das, glaube ich, überlebt. Den Knopf habe ich gar nicht gesehen. War der da schon immer? Ups. Naja. So, Mimik. Ich würde mal sagen, diesmal machen wir es nochmal richtig. So. Und weg hier. Oh. Ich finde die irgendwie lustig. Irgendwie sind die geil. Ne, ne. Das lässt du mal. So. Kein Problem. Goldener Ritualspeer. Mach ich denn das? Ein goldener Ritualspeer mit Magie durchsetzt. Okay. Vor Sullivans Ernennung zum Hohepriester wurde dieser Ritualspeer Finstermond-Rittern verliehen. Kann auch als Zauberstab verwendet werden. Die dabei gewirkten Zaubern kanalisieren den Glauben des Trägers. Ruhiger Gesang erhöht für ganz kurze Zeit die Zauberkraft. Okay. Das ist gar nicht so ungeil. Das bin ich gerade sogar echt am Überlegen. Ja, das ist richtig. Jetzt würde ich aber mal eben. Den kann ich gar nicht so nutzen. Okay, schade, das funktioniert nicht. Ich kann den ja gar nicht in die Hand nehmen und dementsprechend die Fähigkeit auszulösen. Das war's jetzt aber hier schon wieder, ne?
Oh, aber wir haben den Käfer. Wir haben den Käfer. Und wir haben den Shortcut. Der eigentlich total schwachsinnig ist. Das schließt sich mir gerade noch nicht so ganz den Nutzen. Außer, dass man direkt hier oben lang geht. Wahrscheinlich war das gar kein Shortcut, sondern er war wirklich von Anfang an verfügbar. Hat er den umgeholzt. Danke, Digga. Nee, war nett von dir. Dass du deinen Kollegen da einfach mal so von den Beinen holst. Oh fuck, weißt du, was jetzt kommt? Wir müssen da unten bei den Viechern rein. Scheiße. Giddigiddigid. Da habe ich ja eigentlich gar nicht so die Lust drauf. Ich wüsste doch jetzt gar nicht, Arsch, wo es sonst lang geht. Ein bisschen viel hier gerade. So. Na. Oh. Au. Toll, da hat der getroffen. So, ein Arsch. Du Penner. Kommst du her? Bäm. Na toll, jetzt können wir eigentlich auch die Riesen wieder machen und haben schon wieder so viele Seelen, dass wir eigentlich abgeben gehen können. Wir kommen nicht vorwärts, das ist ja unglaublich. Hier haben wir soweit alles abgecheckt. Und hier geht's. Ach nein, wobei, wir waren ja bis jetzt immer nur runtergegangen. Wir waren noch nie hochgegangen. Können wir das doch einfach mal machen. Gehen wir einfach mal hier oben gucken. Haben wir denn hier so? Oh, da liegt jemand. Ah, nice one. Eine Tiranichobe. Nee, da wollen wir nicht runter. Da auch nicht. Ich würde ganz gerne diesen blöden Bogenschützen erwischen. Und so wie es aussieht, kommen wir da gleich hin. Wenn ich mich nicht täusche. Aha. Oha. Das hat er sich auch gerade gedacht. Scheiße, der kommt. Oh. Der ist gut, das sind die. Alter, das sind drei. Okay, das ist jetzt schon nicht ganz. Wow! Wieso hatte der noch Blitzverzauberung drauf? Du Spacken. Alter. Mit dem Kopf in der Wand. Das geschieht dir recht. Okay. Mit einem Arm? Ah, eher der Arm. Aber kriegen wir da nicht mehr raus. Der hängt fest. Okay, egal. Wo sind die anderen beiden Spacken? Da ist Nummer 1. Lässt du das jetzt mal? Genau. Sehr schön. Und wo war jetzt der letzte? Fehlt da nicht noch einer? Das ist auch der, der uns beschossen hat. Noch einer. Irgendwo. Aua. Das ist auch eine ganz blöde Position zum Kämpfen. Ich finde, da kommt man mit. Damit wir uns mal umgucken können. Irgendwo da hinten ist der. Nein! Nein! Hol deine Nahkampfwaffe raus. Spinnst ja wohl. Gib er aber nicht. Ah, die bringen aber auch gut was. Wo ist der Spinner jetzt? Hä? Da. Okay. Ah. Ah. Haben nicht mehr genug Fokuspunkte. Kriegen wir den überhaupt? Ich weiß nicht, ob wir den von hier kriegen. Da müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, wir werden uns hier trotzdem erstmal kurz umschauen. Okay, hier geht's irgendwo runter. Gott, Gott, oh Gott. Das ist hier gerade ein bisschen verwirrend. Ich will eigentlich überall gerade gucken. Aber der Typ stört mich gerade ein bisschen.
Ist dann der jetzt? Da ist er. Alles klar. Ich habe schon gesehen, wie wir da hinkommen. Da kommen wir runter. Du Vogel! Ist da gleich noch so einer von den Spacken? Geh bitte ja wohl nicht. Au, au. Puh, der hat nicht getroffen, der zweite, zum Glück. Er hat uns einen Dauerstun halten können. Eieieiei. Ich drücke zwar immer noch den Knopf, aber ich glaube, nur durch Schlagen kann man diese Wände aufdecken. Ich kann es irgendwie nicht lassen. Ich kann es irgendwie nicht lassen. Naja, was soll's. Hier scheint trotzdem nichts zu sein. So, Freund der Sonne. Ach Gottchen. Das, wenn einer nicht schon reichen würde. Ah, nice one. Der andere hat sich noch nicht mal dafür interessiert. Das finde ich gut. Guten Tag. Eine Lanze. Ich meine, kein Problem, aber ich dachte, der hat auch ein Schwert. Zack. Genau, 1000 Schaden. So, so. 1000 Lebenspunkte haben die. Okay, da geht's rein. Da wollen wir aber noch gar nicht hin. Glaube ich zumindest. Oh Gott. Ich hasse dieses Dächergelaufe. Das mag ich gar nicht. Also nicht, weil man da runterfällt oder so, sondern weil es teilweise einfach nur beschissen ist, sich da zu orientieren. Weil man sich da ja auch immer relativ gut droppen lassen kann. Aber schaut mal, wenn ich das richtig sehe, müssten wir da die Abkürzung öffnen. Das wäre natürlich genial. Jupp, das ist sie. Sehr schön. Hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Genau. Perfekt. Das ist gut. Wunderbar. Zack, 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 zack. Da haben wir doch schon mal wieder ein bisschen was erreicht. Ah, doch. Tag des Progresses oder Folge des Progresses. Wir schaffen mal wieder ein bisschen was. So, da liegt auf jeden Fall noch jemand oder etwas oder ein Gegenstand. Drachentöter Großbogen. Haben wir den nicht schon? Also, ist das nicht den, den wir schon haben? Drachenreiterbogen und Drachentöter Großbogen, okay. Ein Großbogen der Drachentöter aus dem Zeitalter der Götter, der viel größer und verheerender als andere Bögen ist. Er muss zum Abfeuern im Boden verankert werden, was den Schützen angreifbar macht. Er benötigt besondere Großpfeile. Stechender Pfeil. Feuert meisterhaft einen Großpfeil ab, der alle in seiner Bahn stehenden Gegner durchschlägt und Schaden verursacht. 126. Der andere macht 128 mit einer Aufrichtung. So, und wie kommen wir jetzt zurück? Über das Dach. Okay. Gut zu wissen. Gucken natürlich nochmal, ob hier irgendwas ist. Oh, schon wieder fett Seelen zusammen. Ein Level reicht auf jeden Fall. Ein zweites glaube ich noch nicht. Das würde ich eigentlich auch noch ganz gerne zusammen haben. So. Da haben wir jetzt soweit alles gecheckt. Ach, hier sind wir. Können wir auch gleich nochmal gucken, ob da in der Ecke was ist. Was ich nicht glaube. Aber man muss ja mal geguckt haben. Okay, ja, gut, mein Gott. Können wir die Riesen ja auch nochmal mitnehmen, wenn wir jetzt hier schon zweimal dran vorbeilaufen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Kurz eine Combo durchziehen und dann ist das Ding ja auch durch. Von daher. Zack. Plopp. Und die bringen halt auch gut Seelen. Das muss man ihnen einfach lassen. Das ist halt das Ding dabei.
Wow. Haben ihm gleich ein dickes Ding gegeben. Nice. Sehr schöne große. Das ist doch gut. Das hat sich dann erst recht gelohnt. Was haben wir jetzt an Seelen? 69. Das könnten jetzt wirklich sogar zwei Level sein. 37. Wohl doch nicht. Da fehlt für ein Level noch was. So, eine Sache weiß ich auf jeden Fall, die da noch irgendwo liegt. Da hinten. Das heißt, wir müssen hier runter. Ah. Sehr schön. Okay. Kommen wir denn da jetzt überhaupt so hin? Ich hoffe. Achso, dafür ist auch die Treppe zur Not da. Oh, dann nehmen wir sie mal. Wenn sie schon da ist, können wir sie auch nutzen. Sonst aber nix. Na gut. Asche eines Ostländers. Sehr schön. Wieder ein paar Gegenstände. Also, kaufbar. So. Das hätten wir. Das hätten wir. Jetzt frage ich mich gerade. Wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ich meine, wir haben noch genug. Ja. Dass wir noch weitermachen können. Da rein ging's noch. Da ging's nur zurück. Da könnte man auch noch mal hin, wahrscheinlich irgendwie. Wenn da was ist, dann gehen wir mal hier gucken. Irgendwas ist hier gestorben. Ist das Gwyn? Das sieht nach Gwyn aus. Aber hallo, sieht das nach Gwyn aus. Nebelwand. Oh, cool. Dankeschön. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wieso liegt hier eine Leiche? Irgendwas ist hier. Irgendwas Gefährliches. Ich habe ein ziemlich ungutes Gefühl. Er ist einfach so gestorben. Aha, irgendwelche Blechsachen. What the heck? Warum sind die alle gestorben? Was ist das für eine komische Gegend hier? Sieht doch nach Boss aus. What the fuck? Was ist das hier? Oh. Schaut mal. Ist das eine Mimik? Nein. Das ist eine normale Kiste. Umkehrring. Was ist denn das? Wo ist er? Da. Ah, Männer können Frauenaktionen ausführen und umgekehrt. Na toll. Diese göttliche Ring wurde von Finstersonne Vendelin in seiner Jugend verliehen. Lässt Männer weibliche Aktionen ausführen und umgekehrt. Vendelin wurde durch die Aura des Mondes wie eine Tochter herangezogen und soll sich wie eine launische und was grüblerische Göttin verhalten haben. Okay. Na denn. Sonst ist hier echt nichts. Hier ist auch dunkel. Ich pack mal eben die Fackel aus, das ist mir dann doch ein bisschen zu dunkel. Huch. Ach. Ah ja. Geht. Machen wir trotzdem so. Eigentlich wäre jetzt besser auf der anderen Seite gewesen. Aber what the fuck, was ist das hier für ein Raum?
Ne, ich dachte gerade, da ist was. What the fuck? Muss man hier lebendig sein? Damit hier was passiert? Ah, Moment. Machen das nochmal eben so. Ich fühle mich einfach sicherer mit einer Waffe in der Hand. Ich weiß nicht warum. Weil das eigentlich wahrscheinlich genau das Falsche ist. Ja, das Schild. Aber gut. Na? Na? Ich erwarte irgendwas. What the fuck? Wieso sind die gestorben? Haben die schwarzen Ritter hierher gelockt? Ich raff's nicht. Geplante Begegnung. Ja, also es wirkt wie ein Bossraum oder so, keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen überfregt. Sonst scheint hier auch nichts mehr zu sein. Strange. Ganz strange. Ich weiß nicht, was die da von uns wollen. Aber gut. Scheiß drauf. Okay. Oh. Oh, nice. Das kommt mir ja irgendwie bekannt vor. Anor Londo, wenn ich mich nicht täusche. Mann, das sieht so oder so alles hier so noch aus. Okay. Okay. Das gefällt mir schon mal. Na, gleich mal gucken. Wenn noch irgendwas versteckert ist. Nope. Wo kommen wir denn jetzt hin? Dumm. Die Treppe ist hoch. Drehwurm. Da ist nix. Da ist aber ein Leuchtefeuer. Aha. Interessant. Da ist nix. Hat sich das Ding jetzt gedreht oder ist es auch von der Höhe? Anders. Gucken wir einfach mal. Hui! Ja, auch von der Höhe. Ach, da oben geht's hin. Alles klar. Ja, wir sollten mal erstmal unten gucken. Ich wette, unten wird erstmal interessanter sein. Wegen dem Leuchtfeuer. Ja. Ich sehe dich. Ich weiß noch nicht, wie ich zu dir kommen soll. Schweinerei. Na gut, also doch oben. Wobei. Könnte nochmal hier einmal rundlaufen. Okay. Hier ist nix. Ich sehe es ja ein. Ich sehe es ja ein. Mal ein bisschen Ausdauer holen. So. Sagt uns jetzt irgendwas guten Tag? Hallo. Ui. Also, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich da einfach mal runterspringen, just for the lol. Zu gucken, wie tief man da fällt. Aber ich glaube, ich lasse das einfach mal. Alleine wegen den. Ah, da sehe ich was. Wegen den Seelen. Anor Londo. Ach, schau mal einer guck. Das ist sogar Anor Londo. Das ist ja auch interessant, ne? Aber wir werden jetzt trotzdem erstmal nach Hause. Oh, da hinten habe ich schon Ritter gesehen. Weil wir nämlich jetzt echt verdammt viele Seelen inzwischen auf Tasche haben. Aber wir haben immer noch mindestens einen Weg, den wir nehmen können. Nur mal so nebenbei. So. Und jetzt werden wir, glaube ich, noch mal einmal Belastung mitnehmen. Oder?
Neutralität wäre halt auch mal echt Knorke. Aber Konditionen wäre auch Knorke. Wir nehmen Konditionen mit. Oder? Grübel, grübel, grübel. Gerade am Überlegen noch, ob sich da irgendwas besonders anbieten würde. Aber nö, eigentlich nicht. Also Kondition ist schon ganz okay. So, das heißt, wir brauchen 7000 noch irgendwie irgendwo her, um aufzusteigen. Haben wir nicht. Scheiße. Na gut. Wir haben aber noch eine Asche, die wir abgeben können. Und auch noch Sachen, die wir kaufen können. Also loswerden werden wir es auf jeden Fall. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash this stone nourishment. I only hope these new wares content thee. Die habe ich mir gar nicht angeguckt, ne? Naja, ist auch egal. Im Endeffekt wird da garantiert eh wieder der gleiche Text stehen wie immer. So, also. Oh, schaut mal, sie hat jetzt große Titanitscherben. Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen. Toll. Ganz toll. Zwei Hände hat sie hier auch. Der übrigens auch sehr stark ist. Aber sonst so richtig wirklich tolles. Interessantes würde ich jetzt nicht sagen, aber sie hat einen neuen Ring. Holzmaserring verlangsamt den Zerfall von Ausrüstung. Ach, das können wir ja sogar. Halt. Aber brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist das. So. Jetzt haben wir aber immer noch was auf Tasche. Na gut, er ist immer noch unterwegs. Sofern er überhaupt nochmal wiederkommt. Jo. Da können wir auf jeden Fall mal wieder unsere Waffe aufrüsten. Sehr schön. Und sonst können wir den aufrüsten. Oder die Doppelschwere. Ja, das sieht doch mal langsam echt sehr gut aus. Ja, die sind ja schon auf 7, das ist klar, dass die besser sind. Nö, den wollen wir nicht, den auch nicht. Nö, sonst wollen wir eigentlich aktuell nichts. Oder? Brocken, Schuppe, Schuppe, Scholle, kleine. Ach komm, die können wir eigentlich mal auch hochmachen. Sind halt Dual-Wheel-Waffen, dementsprechend. Why not? Kostet nix. So, das denn. Nö. Sonst noch irgendwas mit kleinen? Nö. Und jetzt nur noch große. Okay. Ja, QL. Da haben wir mal wieder was Gutes geschafft. Moment, die haben wir schon durchwirkt. Ach so, die sind schon mit scharf durchwirkt. Ach, ich bin ja auch eine Vollbratze. Ich bin ja auch eine Vollbratze. Ah, gealtert hat er echt mehr gebracht. Aber den hatten wir ja nicht. Deswegen haben wir das ja erstmal auf geschärft gemacht. Und normal. Nee, das ist schon okay so. Würde ich sagen. Das ist schon soweit okay. Was wir machen könnten, ist die nochmal beschweren. Nee, schärfen. Oder altern. Aber altern wollen wir nicht, also schärfen. Oder haben wir auch nur noch einen, also sollten wir es lassen. Da machen wir das auch nicht. Nö. Nö, 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 nö. Alles gut soweit. Da haben wir auch nichts. Wir können noch mal gucken, ob wir irgendwo Loot oder so bekommen. Wir haben noch 6000. Das würde sogar für zwei Stück noch passen. Hast du noch welche? Negativ. Ja, wird bestimmt sein. Irgendwann. Hattest du noch? Nee, du hattest auch keine. Du hattest nur Gegenstände, wenn ich mich nicht täusche.
Genau. Do not be gone for long. What is it? Ja, ja. Rabbel mir nicht voll. I don't mean nein. Er hat eh nur Zauberei. Sie hat hauptsächlich die Wunder. Oh, es war der Dieb. Nur da kommen wir jetzt nicht mehr ran aktuell. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir da alle schon hatten. Das kann nämlich sogar sein. Okay, ja, schade. Na, dann wohl doch nochmal irgendwie Pfeile oder so kaufen. Hm? Oder vielleicht nochmal irgendwas anderes an Consumables? Was würde sich denn da noch anbieten? Ja, ne? Gar nichts. So richtig. Das ist jetzt Gnafikowski. Tja. Könnten natürlich nochmal ein paar Schädel mitnehmen. Zack. Und ja, gute Frage. Pfeile. Wir nehmen noch ein paar Pfeile mit. Ja gut, die sind natürlich auch ziemlich geil. Ich glaube, wir werden davon mal 5 Stück mitnehmen. Für die großen Bögen. Finsternispfeil. Mhm. Nee. Wir wollen die großen haben. Und die gewöhnlichen. So. Dann haben wir das jetzt auch hinter uns. Und ich glaube, so rein von der Zeit her, ja, sind wir auch schon wieder locker am Ende. Schon eigentlich drüber. Weit drüber. Dann würde ich sagen, damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, entweder Arno Londo oder nochmal den Keller da abchecken. Aber ich bin eher für Keller. Also, bis dann.